Willkommen zurück, liebe Freunde des Bestienbluts. Willkommen bei einer neuen Folge zu Bloodborne Story Mode. Wenn ihr euch jetzt wundert, dass ich hier wieder am Grab von Oedon bin, also in der Boss-Arena von Gascoigne, dann hat das den Grund, dass ich nochmal ein bisschen Blutechos farmen gewesen bin und noch ein paar Items eingesammelt habe. Aber eigentlich sind wir ja in Janum noch gar nicht so ganz fertig, weil wir müssen nämlich noch mit ein paar Leuten reden. Und zwar haben wir ja hier diese Brosche eingesammelt beim letzten Mal. Und da liest sich die Beschreibung: hellrote Brosche einer Frau mit einem eingravierten Namen Viola. Vielleicht ist das Juwel ein Geschenk eines Jägers zur Verwandlung in einen Tropfen Blutedelstein, der jede Waffe verstärkt. Mit dem richtigen Werkstattwerkzeug können verschiedene Waffen verstärkt werden. Dieses Werkstattwerkzeug haben wir in der letzten Folge schon eingesammelt auf dem Weg in die Kathedrale. Und nachdem da jetzt Viola eingraviert steht, ist es ziemlich sicher, dass es sich bei der Leiche, die wir da gefunden haben, um die Mutter des kleinen Mädchens handelt. Jetzt würde ich sagen, wir bringen ihr einfach die Brosche. Also man könnte zwar da jetzt seine Waffe damit verstärken, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich werde das dem kleinen Mädchen bringen und unterwegs auch noch ein paar nützliche Dinge einsammeln, wie zum Beispiel hier diese, wie heißen die jetzt auf Deutsch, weiß ich gar nicht, diese Zeichen eines starken Jägers, genau, Bold Hunter's Mark auf Englisch. Da liegen nämlich hier noch zwei in der Ecke und die würde ich mir gerne holen. Die beiden sind etwas nervig, deswegen ziehe ich mir die mal lieber auseinander. Treffen sollte ich natürlich dann auch noch. Ach, du auch? Okay, ab! Okay. Blutfiolen, Kanüschaden, Ölurne. Und dann holen wir uns hier Zeichen eines starken Jägers. Ach ja, was wir auch noch gekriegt haben von der Klerikerbestie, das war so ein Badge. Und zwar, schauen wir mal, wo ist der? Genau, hier. Oh, nicht gesehen? Nee, hoffentlich nicht. Nochmal. Und zwar das hier. Eines der von der Heilenden Kirche hergestellten Abzeichen. Das Silberschwert ist das Symbol eines Jägers der Kirche. Ludwig war der erste von vielen Jägern der Heilenden Kirche, von denen etliche Kleriker waren. Ausgerechnet Kleriker wurden zu den scheußlichsten Bestien. Das haben wir ja bei der Klerikerbestie auch schon gesehen. Es heißt auch, dass je mehr Menschenleben so eine Bestie auf dem Gewissen hat, desto größer und stärker die wird. Also die Klerikerbestie hat wohl offensichtlich schon vielen das Leben gekostet. Okay, mit diesen Badges oder Abzeichen, Jägerabzeichen, wenn man die erbeutet, bekommt man bei den Bartboten im Traum des Jägers ja etliche Gegenstände. Mit diesem Badge, den wir hier haben, kriegen wir zum Beispiel den Kirchenhammer, nochmal eine andere Pistole, Gegengift, glaube ich. Dann diese Zeichen eines starken Jägers, mit denen man ans letzte, an die letzte Laterne wieder zurückkehren kann. Dann kann man sich so eine Handlaterne kaufen, um die Gegend zu beleuchten. Und dann weiß ich jetzt so genau auch nicht, was da sonst noch so gibt. Aber ich werde jetzt hier mal runtersteigen. Da unten gibt es nämlich noch ein weiteres Abzeichen. Die kommen mir jetzt hoffentlich nicht nach. Und zwar kommen wir hier wieder in die Kanalisation. Und wenn ich jetzt hier um die Ecke linse, dann ist da das Schwein. Haben wir das beim letzten Mal oder vorletzten Mal von vorne schon gesehen? Weiß jetzt gar nicht. Also das ist ziemlich stark, deswegen vorsichtig anschleichen. Und wenn es geht, einen Eingeweideangriff. Ups, das hat schon ausgereicht. Okay. Dann haben wir es erledigt. Also von hinten. Hier haben wir
das Sägenjägerabzeichen. Mit diesem Abzeichen kriegen wir übrigens alle Grundausstattung, also die Waffen wie jetzt die Jägeraxt, die wir nicht ausgewählt haben, oder diesen gewundenen Stock bei den Bartboten und können die dann da kaufen. Also ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man sich das holt, aber wenn ihr vielleicht die Axt im Vergleich mal ausprobieren wollt, dann ist es nicht schlecht, wenn ihr das euch da auch noch holt, das Abzeichen. Ja, geh weg. Blutsteinscherbe. Was gibt es hier sonst noch zu holen? Da hinten waren, glaube ich, nur Kugeln. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also nicht, dass das so aussieht, als wüsste ich die ganzen Items, die hier so rumliegen, auswendig. Dem ist nämlich bei weitem nicht so. Aber in Janem, da bin ich jetzt halt schon so oft durchgelaufen, da weiß ich so ziemlich überall, was da wo liegt. So, jetzt kommen wir hier oben nämlich von hinten wieder an dieses Tor, was wir da schon mal geöffnet haben, wo wir an dem Fenster mit dem Mädchen gesprochen haben. Auch noch ein paar Blutechos. Und dann gehen wir wieder nach oben. Und sind hier auch schon beim Fenster. Wir müssen dem Mädchen die traurige Nachricht überbringen. Hallo Frau Jägerin, ihr habt meine Mami noch nicht gefunden? Wir geben ihr jetzt mal die Brosche. Frau Jägerin, war es wirklich sie? Mami? Mami, lass mich nicht allein. Das ist natürlich jetzt traurig, aber ich wollte jetzt die Brosche auch nicht behalten. Gut, jetzt laufen wir nochmal zu dieser Frau da unten, die uns ja gefragt hat, ob es einen sicheren Ort gibt irgendwo. Ja. Ja, ist ja schon gut. Mein Gott. Ein paar Blutechos mitnehmen. Und zwar war die ja hier hinten an der Türe. Da klopfen wir jetzt nochmal. Ich habe vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen reicht nicht immer aus. Würde die Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen. Hört ihr? Also, wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Genau, der erzählen wir jetzt von der Uedon-Kapelle. Was wisst ihr? Eine Fremde, die etwas taugt. Na los, steht da nicht so herum! Habt ihr nichts zu tun? Schlitzt ein paar Kehlen auf! Bringt dieses Chaos in Ordnung! Okay, obwohl wir ihr jetzt erzählt haben, wo es einen sicheren Ort gibt, ist sie immer irgendwie noch stinkig auf uns. Dann laufen wir hier nochmal zurück. Ich will nämlich wieder zu der Laterne oben, die wir als erstes erreicht haben. Ich möchte nämlich nochmal in die Klinik zurück. Da kann man nämlich jetzt mit der Klinikleiterin sprechen. So, und zwar rutschen wir hier wieder die Leiter runter. Dann können wir gleich auch noch mal versuchen, mit Gilbert zu reden, ob der wieder was Neues für uns hat. Aber jetzt erstmal gehen wir hier zurück.
gucken, ist da dieser Wolf noch da? Offensichtlich nicht. Dann klopfen wir hier oben mal an die Türe. Oh, ach, hallo. Wunderbar. Ich habe eine kleine Bitte. Ihr geht bald auf die Jagd, nehme ich an? Also, wenn ihr Überlebende findet, sagt ihnen, sie sollen zu Josefkas Klinik kommen. Wenn sie noch menschlich sind, werde ich mich gemäß meinem Eid um sie kümmern, sie vielleicht sogar heilen. Diese Krankheit, diese Bestien, man muss sie nicht fürchten. Dieses Mal dauert die Nacht lang. Ich sitze hier zwar fest, aber ich möchte trotzdem helfen. Ich gebe euch sogar eine Belohnung für eure Mitarbeit. Verlockend? Na, dann zieht los. Wenn ihr jemanden findet, ihr könnt allen versichern, dass es keinen Sinn... Ja, jetzt habe ich offensichtlich einen Dialog verpasst. Wenn man nämlich vor der Klerikerbestie hier nochmal vorbeischaut, dann erklärt uns Josefka, dass sie niemanden in die Klinik lassen würde, um die Patienten, die sie schon hat, nicht noch weiter anzustecken. Und jetzt erzählt sie uns, dass wir alle, die wir finden, dahin schicken sollen. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, wie sie da ihre Meinung geändert hat. Und das macht das Ganze schon irgendwie verdächtig. Also irgendwie, was hat sich da in der Klinik getan? Wissen wir aber jetzt im Moment noch nicht was, weil wir kommen da erstmal nicht rein. Das können wir dann erst später machen. So, jetzt reden wir nochmal mit Gilbert. Ob der noch irgendwas Neues für uns hat? Ihr müsst euch um mich keine Sorgen machen. Ich fürchte, ich kann euch nicht mehr viel helfen. Aber bevor ich... Nehmt dies. Oh. Ich konnte es nicht gebrauchen. Aber ihr vielleicht. Was mich befallen hat, war unheilbar. Aber diese Stadt hat mir Hoffnung gegeben. Ihr seltsames Blut hat mir Zeit verschafft. Ich habe Glück gehabt. Die Plage der Bestien hat mich unversehrt gelassen. Ich kann sogar als Mensch sterben. Macht euch gern. Okay, der gute Gilbert, der hört sich jetzt schon immer kränker an, hat uns jetzt aber einen Flammenwerfer gegeben. Das ist ein cooles Teil, auch weil manche Bestien die Flammen fürchten. Jetzt gehen wir erstmal hier wieder zurück. Und man mit dem ganz gut Schaden machen kann. Den können wir auch aufwerten. Der verbraucht Quecksilberkugeln. Der wird dann in der linken Hand getragen. Und mit Quecksilberkugeln wird dann quasi der Feind gebraten. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zur Puppe hier. Die Puppe hat wahrscheinlich German selber gemacht, um ein bisschen zur Gesellschaft, Gesellschaft zu haben, weil er ja da oben alleine in seinem Rollstuhl rumsitzt. Kann man auch mal quatschen, vielleicht hat er auch wieder neue Infos für uns. Der Mond ist nah. Das wird heute Nacht eine lange Jagd. Wenn die Bestien größer werden und eure Lebensgeister auslöschen wollen, sucht einen heiligen Kelch, so wie alle anderen Jäger vor euch. Ein heiliger Kelch zeigt euch das Grab der Götter, wo Jäger an der Gemeinschaft teilhaben. Ja, so ein heiliger Kelch, der deutet so ein bisschen schon auf die Kelchverliese hin. Kelchverliese kann man hier an diesen Altären erstellen. Dazu braucht man aber eben so einen Kelch und noch anderes Material. Diese Kelchverliese haben jetzt nicht
unbedingt was mit dem Hauptspiel zu tun, ist aber auch ganz nett, die mal auszuprobieren. Da kann man ja, Bosskämpfe üben, bekommt auch ein paar Belohnungen und kann auch ganz gut Loot einsammeln. Jetzt gucken wir mal hier, was wir da Neues kaufen können. Das ist alles schon bekannt. Genau, da gibt es jetzt, habe ich da das übersprungen? Hier die Handlaterne. Ist jetzt nicht so wichtig. Also ich habe die nicht gebraucht. Wir haben ja noch eine Fackel eingesammelt ganz am Anfang. Die macht eigentlich auch ganz gut Licht, wenn wir es brauchen. Hier gibt es jetzt ein Jägeranführer-Medaillon. Das ist jetzt verfügbar geworden, nachdem wir den Kathedralenbezirk erreicht haben. Und zwar brauchen wir das, um den großen Platz der Kathedrale zu betreten. Ihr seht schon, das kostet 10.000 Blutechos, ist also nicht ganz billig, aber das brauchen wir halt unbedingt, um die Kathedrale betreten zu können und dann vielleicht weitere Infos zu finden, wo wir hier Bleichblut finden oder diese Verseuchung durch die Bestien wieder rückgängig machen können. Dann könnt ihr sehen, Sägehackbeil können wir jetzt kaufen. Übrigens, diesen Sägespeer, den habe ich jetzt bei meiner Loot-Runde und Farm-Runde noch gefunden. Der hat sich an so einer hängenden Leiche da, wo wir mit der Eileen gesprochen haben, war der noch dran. Habe ich ganz vergessen gehabt. Also wie gesagt, ich weiß nicht überall, wo welcher Loot zu finden ist. Das ist so ähnlich wie das Sägehackbeil, nur ein bisschen spitzer. Ist auch ganz nett, kann man auch ganz gerne mal ausprobieren. So, hier gab es gewundene Stock, das sind die Anfangswaffen und hier gibt es einen Kirchenhammer, also wenn jemand auf Stärke gehen will und eine Waffe tragen möchte, die ziemlich viel Schaden macht, dann könnt ihr da den Kirchenhammer mal ausprobieren. Der ist zwar etwas langsam, macht aber wirklich guten Schaden. So, was haben wir sonst noch? Jägerpistole, Donnerbüchse können wir jetzt kaufen, Repetierpistole. Okay, jetzt muss ich gerade mal husten. Moment. Okay, bin wieder da. Dann könnten wir noch ein Jägeroutfit kaufen. Blutedelsteine, Kelche gibt es hier nicht. Gut, jetzt nichts Prickelndes, was wir kaufen könnten. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zurück in den Kathedralenbezirk. Vielleicht noch ein paar Worte zu Gascoigne. Der war ja auch Mitglied der Heilenden Kirche, war da quasi auch ein Jäger, der Bestien gejagt hat. Die Heilende Kirche, die hat dann teilweise die Meinung vertreten, dass man auch schon infizierte Leute töten müsste, damit die nicht die anderen anstecken oder sich gleich in eine Bestie verwandeln. Ach, guck mal hier, da sitzt jetzt die ja, knarzige alte Dame, die wir da, der wir da quasi mitgeteilt haben, dass es hier einen sicheren Ort gibt. Oh nein, ich habe das nicht vergessen. Glaubt ihr, ich schulde euch etwas? Na, das ist ein guter Witz, muss ich sagen. Diese ganzen Probleme, die Janam hat, daran seid nur ihr umtriebigen Fremden schuld. Unser Blut ist ruiniert. Ja, 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 bla bla bla. Also die hat eigentlich nur schlechte Worte für uns. Die beschimpft uns nur. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal weiter und schauen mal, wie es so ausschaut hier. Na? Noch einer rum. Ich glaube, der kann auch zaubern. Und hat auch noch Stock. Na. Okay. Und zwar gehen wir jetzt hier erstmal diese Richtung runter. Denn das große Tor zur Kapelle ist im Moment noch versperrt. Deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir die 10.000 Blutechos hier zusammensammeln. Jetzt gehen wir hier nochmal. Hier gibt es gerade eine Ausrüstung, genau. Oh,
seht ihr das? Das ist der Weg in den DLC. Wenn man sich da vorne hinstellt und den DLC installiert hat, dann kann man sich da von so einem überirdischen Wesen in den DLC ziehen lassen. Würde ich aber nicht empfehlen, unter einem Level von 80 bis 100. Ich bin mit 120 reingegangen. Der DLC ist wirklich heftig. Also 120 ist da schon, also jedenfalls für mich, das absolute Minimum, mit dem man da anfangen sollte. Aber okay, jetzt schauen wir mal, wo wir hier weiterkommen. Na komm. Wieder Hunde, ich liebe Hunde. Okay, der ist erstmal erledigt. Ich glaube, da hinten war auch noch irgendwo was zu looten. Was auch immer. Kaltblut. Ah, Kaltblut ist nicht schlecht. Hier treffen wir nämlich gleich auch auf einen ganz interessanten NPC, der uns einiges erzählen kann über das, was hier im Kathedralenbezirk so passiert ist. Hier kommen wir nicht weiter im Moment. Da müssen wir erst eine Gruft öffnen. Schießt einer, wieder ein Hund. Na. Also die Hunde finde ich ja total blöd immer hier im Spiel. Die, ich weiß nicht, obwohl die eigentlich ganz gut berechenbar sind, komme ich mit denen nicht wirklich gut zurecht. Laufen wir jetzt hier durch und wir treffen dann auf Alfred. Den sollten wir uns zum Freund machen. Der gibt uns immer coole Gegenstände und versorgt uns auch mit Informationen. Ihr seid eine Bestienjägerin, nicht wahr? Ich wusste es. Genauso habe ich auch angefangen. Oh, Verzeihung. Ihr könnt mich Alfred nennen. Schützling von Meister Logarius, Jäger der Ekelblüter. Also, was meint ihr? Unsere Beute mag verschieden sein, aber wir sind beide Jäger. Warum arbeiten wir nicht zusammen und tauschen unsere Erfahrungen aus? Oh, sehr schön. Wirklich sehr schön. Nehmt dies zur Feier unserer Bekanntschaft. Die Bestienjagd ist ein heiliger Akt. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Wir müssen uns unendlich viel zu erzählen haben. Na los, sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Wie ihr wisst, ist die heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Bergenworth ist ein alter Ort der Lehre. Und das Grab der Götter, das unter Yharnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Bergenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Yharnam nach Bergenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen.
Und noch dazu hat die heilende Kirche Bergenworth zu verbotenem Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Ich verabschiede mich. Es war mir ein... Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen was wieder zur heilenden Kirche und zu Bergenworth gelernt. Da wird ja immer von irgendwie Göttern geredet, die unter Janam gewohnt haben sollen. Das könnte dann in diesen Kelchverliesen quasi der Fall gewesen sein, munkelt man. Wer diese Götter waren, weiß man nicht genau, aber es besteht die Möglichkeit, dass Bergenworth oder die Studenten von Bergenworth einen dieser alten Götter, wer die auch immer gewesen sind, gefunden haben und angefangen haben, mit dem Blut zu experimentieren, um dadurch die Entwicklung der Menschen ein wenig voranzutreiben oder die stärker zu machen, ja, und ihnen irgendwelche zusätzlichen Kräfte zu verleihen. Und das ganze Experiment ist aber irgendwie schiefgegangen und aus dem Ruder gelaufen. Und deswegen hat die heilende Kirche hier eingreifen müssen, um diese Blutexperimente zu stoppen und eben die befallenen Leute zu heilen. Deswegen ist auch Bergenworth eben zu verbotenem Grund erklärt worden. Das ist so ein bisschen die Theorie. Ganz genau weiß man es ja nie. Nein. Na. Den muss ich mir jetzt irgendwann mal anders holen hier. Na, so nicht. Okay, wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Wir gehen jetzt erstmal nach Alt-Janam. Das ist ein Gebiet, das liegt ein bisschen tiefer. Oh, da ist noch ein Item. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Von unten, okay. Und wie gesagt, Alfred ist auch ein Jäger der heilenden Kirche gewesen. Aber auf den werden wir später noch ein paar Mal treffen. Der hat immer wieder neue Informationen. Allerdings darf man dem nicht so ganz trauen. Der hat auch manchmal oder versucht uns da für seine Zwecke zu missbrauchen. Fällt uns jetzt noch nicht so auf. Kommt erst später raus. Okay, hier die Laterne an. Und wo geht's jetzt raus? Hier geht's raus. Jäger sind nicht erwünscht. Stört uns aber nicht. Wir gehen jetzt einfach raus und gucken mal, was da draußen so ist. Ihr da, Jägerin! Habt ihr die Warnung nicht gesehen? Kehrt sofort um. Alt-Janam, niedergebrannt und von Menschen verlassen. Sie sind keine Gefahr für die da oben. Kehrt um, oder die Jägerin wird gejagt. Also wer da so spricht, das ist Jura, das ist auch ein alter Jäger. Der hat irgendwie auch so langsam den Verstand verloren, ist hier vom Blutdurst befallen und der steht da hinten, kann man das sehen? Da auf diesem Kirchturm oder so und hat da ein Maschinengewehr, mit dem er auf uns schießen will. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also sobald der uns irgendwo sieht, dass wir seine Bestien jagen und denen was antun wollen, dann ist er da ziemlich angepisst. Jetzt wollte ich euch noch was zeigen. Hier, seht ihr das? Da oben? Da ist eine schwebende Statue. Die ist offensichtlich schon seit dem ersten Release von Bloodborne schon immer da gewesen.
Man guckt ja da normalerweise nicht nach oben, aber ist ganz witzig. Hat man nie rausgepatcht, ist immer noch da. Kleiner Fehler, kleiner Gag. Okay. Jetzt will ich mir hier, bevor wir da jetzt nach Oldianum gehen, diesen kleinen Krabbler noch holen. Die haben nicht immer schöne Edelsteine. Nee, der hat eine Blutsteinscherbe. Okay, also die meisten haben irgendwelche Edelsteine, die man in die Waffen dann einsetzen kann. Deswegen lohnt sich das, die immer zu jagen und zu schauen, was die dabei haben. Diese Typen hier sind ziemlich gefährlich. Die sind nämlich giftig. Und wenn die uns erwischen, gibt es richtig guten Giftschaden. Die sind aber nicht allzu schnell, von daher meistens einigermaßen gut zu erlegen. Ich hab dich schon gesehen. Okay. Hier gibt es, glaube ich, noch eine Fackel. Genau, eine Jägerfackel. Die ganzen Kreaturen hier in Oldianum, die haben so ein bisschen Angst vor Feuer. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn man eine Fackel dabei hat. Muss man aber nicht unbedingt dabei haben. Hier ist ein Shortcut, den kann man aber nur von innen öffnen. Da kommen wir später noch hin. Jetzt gehen wir erstmal wieder nach oben und zurück. Um nochmal auf Vater Gascoigne zu sprechen zu kommen. Der war immer mit einem, habe ich da schon erzählt, ich weiß gar nicht, was wir alles schon erzählt haben und was nicht. Der war immer mit einem Freund unterwegs, dem Henrik. Den werden wir später auch noch treffen. Das ist auch ein Jäger, der irgendwann seinen Verstand verloren hat, dem Blutdurst verfallen ist. Und den werden wir später auch noch gegenübertreten müssen. Ja. No, yes, it's not. Gleichzeitig reden und mich da verteidigen, bin ich noch nicht so gut drin. Wie gesagt, Let's Plays mache ich ja normalerweise nicht. Von daher ist es für mich ein bisschen schwierig, dass mich da auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren, aber geht schon irgendwie. Hier hinten gibt es, glaube ich, auch noch was zu holen. Mal schauen. Steinscherbe. Genau, jetzt könnte ich eigentlich dann fast schon mal meine Waffe wieder upgraden. Gucken wir mal, wie viel ich schon habe. 9, genau. Und 8 brauche ich. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal, bevor ich durch dieses Gebiet gehe. Genau, da gehe ich wieder zurück und mache nochmal ein Upgrade auf meine Waffe. Und ich würde sagen, das war's jetzt mal für diesen Teil. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder mit einer verstärkten Waffe. Bis dann, liebe Bestienjäger. Ciao, ciao.